Freunde, kommt. Übrigens, Freunde, wir möchten an dieser Stelle mal jemanden vorstellen, der zum ersten Mal von den unzähligen Stadtfesten mit uns zusammen hier auf der Bühne steht. Das seit fast einem Jahr. Nächste Woche ist es ein Jahr bei uns. Wir geben einen schönen Antrittsapplaus für unseren Henning am Saxophon. Als wir einen Saxophonisten besucht haben, haben wir von Hamburg bis München telefoniert. Und wo haben wir ihn gefunden? In Leipzig! Ich weiß nicht, eigentlich ziemlich nah. Richtig. Übrigens, Henning war ein bisschen aufgeregt, kann man ruhig auch mal sagen, wir sind ja unter uns. Heute Stadtfest Leipzig, das erste Mal mit uns. Er hat gestern 24 Stunden, was hast du gestern gemacht? Geübt, er hatte geübt. 24 Stunden geübt. Und es ist wirklich, da haben wir wirklich hinten schon gesagt, Henning, wenn das mal gut geht. Auf jeden Fall, deswegen ist er heute auch besonders gut drauf und spendiert uns jetzt das Intro für den nächsten Song, der gleichzeitig auch die Frage beantwortet, warum wir Musik aus den 50er Jahren spielen. Das Rad wird ja bekanntermaßen, das ist unsere Meinung, wurde nur einmal erfunden. Alles, was danach kommt, sind immer Adaptionen oder es wird nochmal umgedreht oder irgendwie nochmal neu geremixt. Vor allem sind die Songs sehr alt. Wir wollen einen sehr unbekannten Song für euch spielen, einen alten Doo-Wop-Song, der 60 Jahre alt. Und im Song werdet ihr merken, was ich damit meine, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht kommt er euch bekannt vor, wenn ihr ihn zum ersten Mal hört. Wir machen eine kleine Reise.